20% für die SPD? Kann man denn da noch von einer großen Koalition sprechen? Genugtuung für Kurt Beck. Seit gestern weht auch dem Rest Deutschlands Wind ins Gesicht. Ja, überall sieht man entwurzelte Bäume und Wähler. Der Wind weht mit bis zu 130 Stundenkilometern, selbst in geschlossenen Ortschaften. Und auf der Autobahn werden Holländer jetzt schon von Blättern überholt. Also Augen auf im Straßenverkehr. Das kann man auch bei diesem Test lernen, der einem demonstriert, wie schnell man etwas übersehen kann. Ja, man kann wirklich kaum vor die Tür gehen. Was gestern noch mein Schirm war, ist heute abstrakte Kunst. Und trotzdem gibt es Leute, die jetzt sogar freiwillig Wind machen. Zum Beispiel mit so einer Raucherlunge, Luftkanone, mit der die jungen Leute versuchen, 50 Meter entfernte Kerzen auszuschießen. Naja, aber immerhin schießen sie mit der Kanone nicht auf Spatzen, wie es der hinterhältige Jäger in dem Musikvideo zum Song Sparrow macht. Als er die erlegten Spatzen dann aber auch noch isst, muss er feststellen, dass er wohl besser die Taube auf dem Dach genommen hätte. Bei so einem Wetter bleibt man am besten einfach den ganzen Tag zu Hause. Den Chef will ich sehen, der dafür kein Verständnis hat. Das Zuhause sollte nur windgeschützter sein als dieses hier. Ein alter Wasserturm, der vor über 80 Jahren als Haus getarnt wurde. Und heute kann man wirklich darin wohnen. Sicher ein tolles Erlebnis. Bis auf Müll runterbringen. Lieber nicht buchen, sollte man dagegen die hier aufgelisteten dreckigsten Hotels in den USA und Großbritannien. Nein, dann doch lieber in der Heimat bleiben und in der Propeller Island City Lodge übernachten. Ein außergewöhnliches Kunsthotel in Berlin. Mit jeder Menge sehr kreativ gestalteten Zimmern. Von fröhlich über gemütlich bis eher düster. Und das nicht, damit man die Flecken nicht sieht. Ja, das wird voll da jetzt mit der neuen Berlin-Kampagne. Be Berlin. Obwohl, spricht das auch einfache Heteros an? Was? Ach so, Be mit E. Be Berlin. Sei pleite. Ah, jetzt verstehe ich das. Stimmt, ist ja auch ganz egal, wer mit wem und noch wem oder auch nicht. Viel wichtiger ist doch, wo. Und dank BadUp ist selbst im kleinsten Raum noch Platz für die Spielwiese. In der oberen Stellung kann man auch super Kindern beibringen, 8 Stunden durchzuschlafen. Willige Bettbegleitung findet man übrigens kinderleicht im Supermarkt. Oder zumindest nette männliche Singles. Davon ist jedenfalls diese junge Dame überzeugt. In diesem tragisch-komischen und sehr gut gespielten Kurzfilm A Girl's Night Out. Kultur. Heute wurde die Buchmesse in Leipzig eröffnet. 3 Tage lang können Leipziger allerlei neue Bücher kennenlernen. Zugereiste natürlich auch. Also schnell eine neue Leselampe besorgen, damit auch die Lichtzufuhr gesichert ist. Und wer ein paar Literaturtipps braucht, der guckt mal in die Kommentare dieses New York Times Artikels, in denen Leser ihre Lieblingssätze aus Büchern präsentieren. Etwas Ähnliches auf Deutsch gibt es übrigens bei Volkslesen TV. Und da muss man nicht mal selber lesen. Denn jede Woche trägt eine andere Gruppe von Menschen Auszüge aus ihren Lieblingsbüchern vor. Nächste Woche lesen zum Beispiel polnische Unternehmerinnen. Und allein für diese Ankündigung verdient Volkslesen schon eine Erwähnung. Das war jetzt etwas viel Anspruch auf einmal, oder? Ja, verstehe ich. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann stelle ich Ihnen auch noch schnell Titlepage-TV vor. Ein neues amerikanisches Internetfernsehen, in dem jede Woche Autoren und ihre Bücher vorgestellt werden. Und wer jetzt trotzdem noch nicht selber lesen will, der geht halt in eine Vorlesung. Am besten in die von Robert Wool. Seine halbstündige Vorlesung über Geschichte ist nämlich kein langweiliger Vortrag eines Fachidioten, sondern vielmehr eine unterhaltsame und mitreißende One-Man-Show. Ja, ja, gut. Und wem selbst das noch zu viel ist, der spielt halt in der Zeit einfach Nanotube. Ich verrat's auch keinem. Verabschiedung. Das war Ehrensenf. Ich bin Marc mit K. Tschüss.